Aber wenn das nicht geht, ansonsten dann mit der linken Hand oben rübergreifen, ne? Guillotine verteidigen. Ja. Erst mit der rechten, jetzt mit der rechten oben rübergreifen. Mit der rechten oben rübergreifen, Lady. Über die Schulter rübergreifen. Mit der rechten über die Schulter rübergreifen. Ja, genau. Und zieh dich ran und rück deinen Kopf nach oben. Zieh dich ran und drück deinen Kopf nach oben. Ja, genau, genau, genau. Schön, 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 schön. Nochmal. Ganz tief, ganz tief. Und nach oben. Versuch ranzugehen, Eddie. Wirf ihn auf den Boden. Rangehen, Eddie. Ran. Du musst ihn greifen und ihn zu Boden bringen. Nochmal. Er ist ganz nach hinten. Los. Mit deinen Beinen kannst du ihn auch klammern. Mit deinen Beinen klammern zum Boden. Oder mit der rechten über seine Schulter greifen. Runter. Eddie, mit der rechten über seine Schulter. Aus der Guard raus, Eddie. Ja, genau. So ist gut. Und jetzt drückst du mit der rechten Schulter in seinen Hals rein. Mit der rechten Schulter reindrücken. Nach vorne das Gewicht. Deine Stirn auf den Boden. Drück. Eddie, deine Stirn auf den Boden und mit der Schulter in seinen Hals drücken. Beine tiefer runter. Unter der Hüfte. Ja, genau. Das war richtig. Nochmal. Stirn auf den Boden, Eddie. Die Stirn auf den Boden und mit deiner rechten Schulter runterdrücken. Und greif wieder hinter ihn. Greif mit der rechten wieder hinter ihn. Hinter seinen Rücken. Genau. Schön fest klappen. Und jetzt drückst du mit deiner rechten Schulter richtig schön rein. Das Gewicht nach vorne bringen. Deine Stirn auf den Boden. Beine sind gerade offen. Jetzt sind sie wieder zu. Schön mit der Schulter schön reindrücken und die Stirn auf den Boden lassen. Und versuch mit deinem Kopf weiter nach vorne zu mir zu kommen. Wenn du nicht kratzt, lass. Deine Stirn, hey, ja genau, hey, lass ihn da ziehen, das ist schon okay. Hey. Ja, genau, immer weiter reindrücken. Wunderbar, hey, das ist okay. Hey. Und jetzt noch mehr drücken mit der rechten Schulter. Richtig schön reindrücken. Dein ganzes Gewicht auf ihn geben. Ja, ruhig atmen, genau, und richtig das Gewicht reingeben. Noch mehr. Kannst ein bisschen auf die rechte Seite gehen. Beine sind offen. Beine sind wieder zu. Nochmal, mehr drücken. Rechte Schulter zum Boden. Ja, du willst durch und durch zum Boden kommen mit der Schulter. Eddie, richtig stark. Richtig drücken. Noch mehr. Ja, drück mal nach vorne. Wenn es dir da zu langweilig wird, kannst du auch mal mit links schlagen. Ne? Ansonsten versuchst du mit der rechten Schulter weiter zu drücken. Rechts! Immer schön weiter rein. Drück einfach rein. Beine sind wieder offen. Kannst wieder raus. Ja, schön. Mit der Hand nachhelfen. Jetzt in die Richtung drehen. Linke Hand hilft den Beinen. Ja. Hoch, Eddie. Schön. Wenn jemand gar nicht den Kopfschutz verloren, ne? Wenn der gerade noch vermischen ist, dann darf ich als Referee nicht abbrechen. Ne? Weiß ja nicht, wie sonst der Kampf ausgegangen wäre. Genau, wenn der Zahnschutz verloren ist, man wartet immer ab, bis der Moment richtig ist. Ne? Okay? Gleiche Position, ne? Wieder auf den Boden legen. So, du warst oben drauf. Kreuzlage. Hey, die hatte beide Arme hoch. Beide Arme eintauchen bitte. Beide Arme hoch. Den Arm hoch rein bitte. Ah, okay. Schulter unter seine Achsel. Deine rechten Schulter bist du unter deiner Achsel. Crossface. Ansonsten Arm ganz schön.
drücken. Den rechten Handrücken den oben lassen. Genau, wunderbar. Und Klammer hoch. Gleich wieder Klammer. Wenn er hochgeht, gleich wieder ran und Klammer. Gleich wieder ran und Klammer. Ran und Klammer. Neutrale Ecke, neutrale Ecke. Du darfst nicht miteinander sprechen, ne? Du darfst auch nicht mit deiner Ecke sprechen, dann gibt es einen Punkt dazu. Gleiche Position, ne? Schere, der Kopf in die Richtung, Eddie, hinlegen auf dem Rücken, so, oben rein. Okay, die Schere war ganz Schere, Beine zu, Beine waren zu, Fuß über Kreuz. Okay, gut, okay. Halt! Rücken gerade, Kopf gerade. Eddie, wenn du noch ein bisschen fit bist, kannst du mal ein bisschen drücken mit deinen Knien an die Rippen. Ja, sehr schön, ist auch ein guter Zug. Zieh ein bisschen ran. Schön rein. Wenn er zu sehr hoch geht, dann gehst du hinterher und guckst. Genau, wunderbar. Wenn er wieder ran ist, wieder ein bisschen klammern. Ein bisschen mehr Druck mit den Knien. Jetzt gehst du wieder hoch. Jetzt gehst du wieder hoch. Jetzt klammerst du wieder. Wenn er runterkommt das nächste Mal, nimmst du die Beine ein bisschen höher. Mit deinen Füßen auf deine Schultern zu kommen. Ey, das bringt dich von uns. Lager, einfach nur schlag. Zucker. Komm. Geh's wieder hoch, geh wieder hoch. Ja, genau. Wenn er erst runterkommt, dann gleich zum Zucker. Ja. Nochmal, erst ja, okay. Hoch, hoch. Hoch, ey, die Hand. Trotzdem hoch, um oben zu bleiben. Kann die Beine weg, Arme, Arme, Arme.
nach vorne drücken. Nach vorne drücken, Eddie. Rücken nach hinten, die Schulter nach hinten, immer noch. Schulter nach hinten und Bauch nach vorne. Richtig ziehen. Nochmal. Greif mal mit der anderen Hand auf, nicht nur mit einer. Jetzt wieder hin, Eddie, dreh dich zu mir. Nee, lass den Fuß in Ruhe. Raus, schneller. Lass den Fuß in Ruhe. Ja, gut. Komm mal. Mal zuschlagen. Leber. Lass ihn nicht in deinen Rücken. Und choke ihn. Und jetzt. Choke. Auch wieder auf Guillotine aufpassen. Ne? Einmal dran an den Brustkorb. Geh weg von ihm. Kannst du noch wieder gegen den Zaun drücken und dich dann langsam aufrichten. Ne? Langsam aufrichten. Wenn du oben bist, dann machst du wieder schön deinen Knie. Kopf runter. Komm doch mal hoch. Kopf runter. Kann auch nicht. Rück. Ja. Ladies and gentlemen, this is our